Es ist eigentlich wie immer im August-Horch-Museum. Die Menschen strömen durch die Gänge und bestaunen die wunderschönen und eleganten Autos, die August Horch gebaut hat. Und doch ist heute etwas anders. Denn heute ist er gekommen, Edgar Friedrich, 89 Jahre alt und der letzte Lehrling von August Horch. Für den Mann aus Hof ist Zwickau so etwas wie eine zweite Heimat. Immer wieder kommt er hierher, denn keinen Mann verehrt Edgar Friedrich so sehr wie den sächsischen Automobilpionier. Er war ein harter Ausbilder. Er war ein unheimlich harter Ausbilder. Er war also hier genau und hier Qualität. Und entsprechend, das war für ihn Korrektheit und Genauigkeit, das war also wichtig für ihn. Und er ist natürlich dadurch auch für mich ein ganz großes Vorbild. Er hat mich geformt fürs ganze Leben. Es ist kurz nach Kriegsende, als Edgar Friedrich seinen Lehrmeister kennenlernt. Im Juli 1945 flieht August Horch vor der sowjetischen Besatzung nach Hof in Oberfranken. Der Automobilpionier hat zu diesem Zeitpunkt alles verloren. Seine Firma, sein Haus, alles ist weg. Edgar Friedrich ist zu diesem Zeitpunkt gar nicht begeistert über die Ankunft des berühmten Mannes. Aber mein Vater war mit dem Horch bekannt, von Seiten vor dem Krieg. Und da hat er nun gesagt, Sie können hier bei uns bleiben. Und wir kümmern uns um Sie. Und dann hat er nun gesagt, du musst jetzt Folgendes machen, hat er zu mir gesagt, Junior, du musst dein Bett räumen. Der Horch kommt in dein Bett. Für dich habe ich auf dem Boden oben eine Matratze hingelegt und da kannst du campieren. Ja, sagte ich, aber da kann ich dann wenigstens die Matratze hier in mein Zimmer legen, dass ich nicht drauf auf dem Boden muss. Nein, Befehl ist Befehl, der Horch kommt in dein Bett und du bist auf dem Boden. So ist es also gewesen. Der Vater von Edgar Friedrich hat zu dieser Zeit eine kleine Kfz-Werkstatt. Schon bald beginnt der junge Edgar selbst, gerade aus dem Krieg zurückgekehrt, gemeinsam mit August Horch zu arbeiten. Der 77-Jährige wird zum Lehrmeister des jungen Mannes. Er war jeden Tag bei uns in der Werkstatt. Ich habe ihn jeden Tag abgeholt und wieder hingebracht. Und er hat mir viel gelernt. Ich war ja Schüler und Soldat. Ich hatte keine Lebenserfahrung, keine Berufserfahrung. Also ich bin an einen Mann geraten, der, als er mich geformt hat, mein Vater sagte, passen Sie auf meinen Sohn auf, der muss die Examenprüfung jetzt machen und muss nun technisch lernen. Und dann habe ich das gemacht mit ihm, und zwar bis zur Währungsreform. Also von 1945 bis 1948. Für Edgar Friedrich sollten es die wichtigsten 3 Jahre seines Lebens sein. Von August Horch lernte er alles, doch eines tat er nie, den großen Meister duzen, obwohl August Horch das sogar einforderte. Nachdem wir ihn doch unterstützt haben, hat er nun in der Hinsicht gesagt, bitte, ich möchte euch das Du anbieten. Ihr sagt immer, Dr. Horch zu mir, ihr kümmert euch um mich, um entsprechend nun um Essen mit und um Kleidung und um alles. Nur, also nenn mich doch Gustl. Ja, dann hat mein Vater gesagt, Herr Dr. Horch, mit Respekt und mit Achtung vor dem großen Mann, mein Vater war kleiner Handwerksmeister, Schmiedemeister und Kfz-Meister, wir haben seit 1927 DKW gehabt und da ist es so, und da sagte er, wir wollen Sie also nach wie vor Dr. Horch nennen. Nein, nenn mich dann Papa Horch. Dann war es unser Papa Horch, mein Papa Horch. 1949 trennen sich die Wege von August Horch und Edgar Friedrich. Doch bis heute hält der 89-Jährige seinen Papa Horch in Ehren. Und ab und zu schaut er sogar nach ihm, am Sternenhimmel. Seit 3 Jahren trägt ein kleiner Himmelskörper den Namen des Automobilpioniers. Noch hat Edgar Friedrich den Planetoid zwar nicht gefunden, aber er wird ihn finden. Da ist er sich ganz sicher.